Quatsch mit den Quallen? Übertreibt es nicht, okay? Beim letzten Mal habt ihr die halbe Krankenstation verwüstet. Ja, Tante Felia. Machen wir. Guten Morgen, Tristan. Was geht so? Ach, ich weiß auch nicht. Die Seepferde schwimmen immer davon. Keine Ahnung, wie sie das machen. Hallo, Felia. Oh, ist das schön hier. Stimmt. Der perfekte Platz für ein Picknick. Hast du das gehört? Nein, was denn? Na das! Das waren bestimmt nur die Wellen. Komm schnell, Nelia! Ein Robbenbaby! Oh, wie süß! Es sollte aber nicht allein hier sein. Wir könnten die Meermenschen rufen, die über diesen Teil des magischen Reichs regieren und sich um Meeresbewohner jeder Art kümmern. Aber wie machen wir sie auf uns aufmerksam? Vielleicht, wenn ich meinen Kopf ins Wasser halte und ganz laut rufe. Was machst du denn da? Felia, warum hast du nichts gesagt? Naja, es war schon sehr lustig, euch zu beobachten. Schau mal, wir haben ein Robbenbaby gefunden, ganz allein. Oh, das Arme. Ohne seine Mama oder Kolonie ist es in großer Gefahr. Aber ich habe weit und breit keine anderen Seerobben gesehen. Ich bringe es besser in unsere Krankenstation. Meine Freunde und ich können ihm bestimmt helfen. Das klingt nach einer guten Idee. Alles Gute, kleine Robbe. Wenn ich es dir doch sage, wir brauchen Kristallseetang. Nein, Leuchtalgen wirken viel besser. Du hast doch keine Ahnung. Hey, ihr erschreckt ja unsere neuen Patienten. Ach du meine Güte, bist du süß. Es scheint seine Mutter verloren zu haben. Meinst du, ihm fehlt etwas? Also, auf den ersten Blick kann ich nichts feststellen. Aber Marina sollte es morgen vielleicht noch einmal untersuchen. Allein bleiben kann das Kleine aber auf keinen Fall. Kein Problem. Ich nehme es heute Nacht mit in meine Muschel. Gute Nacht, kleine Robbe. Guten Morgen. Robbe? Oh nein! Was hast du denn? Ich fürchte, es hat sich eine Erkältung eingefangen. Aber gestern hatte sie noch nichts. Ich habe sie ja untersucht. Das kann ganz plötzlich auftreten. An einem Tag geht es der Robbe noch gut und am nächsten ist sie krank. Mach dir keine Vorwürfe. Ich verstehe. Wie wäre es denn mit einem Wickel aus Mondseegras? Was? Seeefeu. Der würde bestimmt helfen. Musst du denn immer alles besser wissen? Coraline, eure Vorschläge sind beide sehr gut, aber Mondseegras kann nur nachts gepflückt werden. Entschuldige. Wo wächst Seeefeu, Tai? Ich habe leider keine Ahnung. Also, ich habe neulich welchen gesehen. Draußen beim verwunschenen Korallenriff. Na dann nichts wie los! Hier, Tristan, pass du auf die Robbe auf. Was soll ich denn jetzt? Oh nein. Wahnsinn. Es ist wunderschön hier. Da vorne ist der Seeefeu. Was war das? Was meinst du? Na, der Schatten. Welcher Schatten? Der Schatten! Ich glaube, das ist ein... Hi! Was?
so, du hast Hunger. Dankeschön. Moment. Tai, bleib hier! Oh nein, hoffentlich passiert ihm nichts. Kommt raus, Leute. Es ist alles gut. Er ist ganz harmlos, aber er scheint irgendwas zwischen den Zähnen zu haben. Seht ihr? Das haben wir gleich. So, alles sauber. Du solltest öfter Zähne putzen. Ich empfehle dir die Keilmethode. Erst die Kauflächen, dann die Außenflächen und zu guter Letzt die Innenflächen. Jetzt aber schnell! Wir müssen den See-Efeu zu der kleinen Robbe bringen. Juhu, es hat geklappt. Der Husten ist weg. Toll gemacht, Freunde. Hey, du bist ja ein Frechdelfin. Ich glaube, ich nenne dich Fluff. Du kannst erstmal bei uns bleiben. Tristan, deine Seepferdchen haben schon wieder meine Muschel geklaut. Oh nee, wie sind die denn jetzt wieder entwischt? Wie wohl? Das Gatter ist nach oben hin offen. Es sind Seepferde und keine normalen Pferde. Ja.